Hallo und moin moin zu einer neuen Folge der Voltus Smart Facts. In dieser Folge schauen wir uns den GVS Walztaster an. Vor nicht allzu langer Zeit hat GVS die Walz-Serie auf den Markt gebracht und hat damit wirklich extrem gute Erfolge schon erzielen können. Die Walz-Serie von GVS zeichnet sich durch das Design auf der einen Seite, aber auch die Funktion und nicht zuletzt durch ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis aus. In dieser Folge schauen wir uns den normalen Tastsensor an. In der nächsten Folge schauen wir uns dann den GVS Walz Touchpad mit an, also sprich die größere Variante mit einem integrierten Touchdisplay. Die GVS Walz Taster gibt es als Zweifach-, Dreifach- oder Vierfach-Variante und jeweils in sehr, sehr vielen Farbmöglichkeiten. Schaut hier gerne mal im Shop nach, da ist auf jeden Fall auch eine Farbe für euch mit dabei. Wenn man sich den Taster jetzt ein bisschen näher anschaut, und das haben so alle Taster der Walz-Serie gleich, wir haben auf der einen Seite eine Wippe für Auf- und Ab-Befehle und bei dem Dreifach- und Vierfach-Produkt haben wir dann jeweils die Tasten nochmal nach links und rechts. Von der Größe her passt der GVS Walz-Taster sehr, sehr gut, muss man sagen, zu den gängigen Schalterprogrammen der Schalterhersteller. Farblich hebt er sich natürlich ab, weil wir haben hier meistens, muss man sagen, kein Kunststoff, sondern wir haben hier Aluminiumtasten. Kunststofftasten sind aber auch verfügbar von den Tastern. Vom Design her, wir haben hier unten so eine Aluminium-silberfarbige Kante unten, das ein bisschen den Taster hervorhebt. Wir haben einen sehr flachen Aufbau, man sieht es hier im Seitenansicht. Und somit fällt der Taster gar nicht so dolle auf. Was mir persönlich gut gefällt, ist, wenn ich mir diesen Schalter nehme und setze ihn auch auf Schalterhöhe in meinem Raum. Ich habe eine Taste, die explizit dafür da ist, zum Beispiel meine Jalousien oder Rollladen zu steuern. Und auf der anderen Seite meine Beleuchtung oder Szenarien. Integriert hat der Taster selbstverständlich eine Temperaturmessung, also einen Temperatursensor. Und ich kann noch zusätzlich auf der Rückseite weiteren Temperatursensor anschließen oder auch einen Binäreingang. Alternativ zum weißen Sensor, gerade eben schon gesagt mit der silbernen Leiste, habe ich auch nochmal die schwarze Variante mit dabei, die in der Form ja, ganz schwarz gehalten ist. Und diese Variante zählt auch wirklich zu den Top-Sellern. Das ist vom Trend her auf jeden Fall sehr gut getroffen, das ganze Thema. Was mir persönlich bei der Befestigung noch gut gefällt, der Montagerahmen ist nicht aus Kunststoff, sondern ist aus Metall gefertigt. Das heißt, einmal eingesetzt, hält der Taster wirklich bombenfest auf der Unterputzdose, auf der Hohlwanddose und sitzt sehr, sehr stabil. Da gibt es natürlich andere Taster, die da nicht so ganz gut sitzen. Ansonsten vom Aufbau her, es macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Der Tastpunkt ist vollkommen okay. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Gira Tastsensor 4, aber das will dieser Taster auch gar nicht als Ziel haben, sondern ist ein wirklich sehr, sehr gutes, angenehmes Tastgefühl, was auf jeden Fall im sehr guten oberen Mittelwert steht. Und das macht wirklich Spaß, auch mit diesem Schalter und diesem Taster irgendwas zu steuern. Jetzt gehen wir noch einmal in die Applikation herein und ich zeige euch die Applikation des Vierfachtasters und was man damit alles so machen kann. In diesem Fall nutze ich die Applikation des Tastsensor Vierfach. Auf relativ wenig Seiten werden mir zahlreiche Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. So habe ich beispielsweise die Möglichkeit, einem Logikmodul hinzuzufügen. Ich habe die Möglichkeit, Szenengruppen hinzuzufügen oder auch die integrierten Binäreingänge anzuwählen. Integrierte Temperaturmesser, auch das alles fein. Ich kann die Binäreingänge entsprechend umschalten. Was ich ganz cool finde und wirklich ausgiebig finde, ist zum einen die Visualisierung, dass ich direkt sehe, welcher Taster macht was. Und auch die Funktionen, die da sind. Also es ist eigentlich alles dabei, was man braucht oder auch nicht. Also man findet definitiv hier seinen Bereich, mit dem man sich hier bestens bedienen kann. Auch bei den Einzelfunktionen ist alles dabei, sodass ich hier sämtliche Funktionen darstellen kann. Ich könnte sogar noch verschiedene individuelle Farben machen. Wenn mir die Standardfarben nicht gefallen, kann ich als Rückmelde-LED auch eine selbst kreierte Farbe nehmen. Bei den Logging-Funktionen, auch hier
am Ende vom Tag alles dabei als und oder beziehungsweise Gate-Funktion. Also es ist wirklich eine tolle Applikation, wo richtig, wo man richtig was mitmachen kann. Die GVS Wals Tastsensoren sind auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Alternative zu dem manchen Produkt, die es auf dem Markt so gibt. Preis-Leistung ist hervorragend, muss man ehrlicherweise zugestehen. Der Tastpunkt ist super. Die Applikation bietet alles, was man braucht. Und die Farben, ich habe jetzt mal den schwarzen und den weißen, wie gesagt, hier, auch die passen wirklich super rein. Aber auch die anderen Farben, wie das Champagnerfarbene oder die Silberfarbenen, sehen wirklich toll aus. Schaut euch hierzu gerne im Shop bei uns um, versucht die neuen Filterfunktionen aus und findet den Tastsensor, der für euch am besten passt. Und wie gehabt, wenn ihr Fragen habt zu diesen Wals-Tastsensoren oder zu den Wals-Tastsensoren, die ich im nächsten Video zeige, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.